Hi, what's up my fellow fitness freaks und willkommen zu einem weiteren Workout. Ich bin aktuell ein bisschen von den Ankle Weights besessen, also machen wir nochmal ein Workout mit Ankle Weights, also mit Gewichtsmanschetten für die inneren Oberschenkel und den Po machen wir das Ganze heute. Ihr könnt das Ganze aber auch ohne Gewichtsmanschetten machen. Ihr werdet trotzdem was merken, nicht so viel, aber wie gesagt, das geht auch ohne, gerade wenn man Anfänger ist. Ansonsten tut eure Gewichtsmanschetten dran. Manschetten. Ich fange hier mit dem linken Bein an, ist aber ganz egal. Und ich tue beide Manschetten an ein Bein, damit ich ein bisschen mehr Gewicht habe, weil eine meiner Manschetten hat so ein Kilo ungefähr. Dann habe ich quasi 2 Kilo Gewicht insgesamt an einem Bein. Ihr könnt aber auch nur eine ranziehen oder zwei. Oder vielleicht habt ihr sowieso Gewichtsmanschetten, die schon schwerer sind. Es gibt jetzt auch kein spezielles Warm-up hier zu dem Video. Wenn ihr euch nicht warm seid, dann könnt ihr gerne mal zu eurem Lieblingssong tanzen, ein bisschen rumspringen, weiß ich nicht, 20 Hampelmänner machen oder eins von meinen kurzen Warm-up-Videos, die ich hier irgendwo verlinken werde. Lasst uns hier anfangen. Wir fangen an mit Donkey Kicks. Ihr könnt die Donkey Kicks gerne hier auf den Vorderarm machen oder aber hier oben auf den Handflächen. Wichtig ist, dass die Handgelenke unter den Schultern sind und die Knie unter den Hüften. Und der Rücken ist gerade. Ne? Wir heben hier nicht mit dem unteren Rücken. Wir twerken nicht. Wir machen das Ganze. Wir heben das Ganze mit dem Po. So, und dann brauche ich ganz kurz noch mein Handy, damit wir die Zeit messen können. Ups, hatte ich eben ganz vergessen, ne? Damit wir auch wissen, wie viele Wiederholungen wir da machen müssen. Und zwar fangen wir an, wir machen 3 Minuten insgesamt und dann gehen wir, danach kümmern wir uns einmal um die inneren Oberschenkel vom rechten Bein. Also lasst uns hier starten, es geht los. Bein gerade nach hinten und hoch und runter. Hoch und runter. Es ist jetzt kein richtiger Classic Donkey Kick. Das ist eher ja, so ein Donkey Kick mit geradem Bein. Hoch und runter. Und wir legen das Gewicht unten jetzt nicht ab. Wir tippen nur leicht auf und gehen wieder hoch. Ne? Also nicht komplett ablegen. Außer es geht gar nicht anders. Dann kann man natürlich auch das Gewicht mal ablegen, bevor man gar nicht mehr weitermachen kann oder einfach die Gewichtsmanschetten abmachen, wenn das zu schwer sein sollte. Hoch und runter. Hoch und runter. Und immer schön den Po-Muskel anspannen, wenn wir oben sind. Und anspannen. Und anspannen. Und die erste Minute haben wir fast geschafft. Die Zeit wird schnell rumgehen, auch wenn es brennt. Und 4, 3, 2, 1. Jetzt das Bein einmal so beugen und dann hinter das Bein bringen, das Standing Bein, also das Support Bein und runter. Und hinter, hoch, gerade runter. Hoch, hinter, hoch, gerade runter. Das ist so ein bisschen wie Rainbows, aber halt nicht mit gestrecktem Bein, sondern mit gebeugtem Bein. Hoch, runter, hoch und hinter das andere Bein. Und ihr könnt das alles in eurem Tempo machen. Wir machen hier pro Übung 1 Minute. Wie viele Reps ihr in der Minute macht, ist ganz euch überlassen. Ihr könnt da richtig durchrasen und die schneller machen, aber gerne auch langsam, gerade mit den Gewichtsmanschetten. Es ist langsam vollkommen okay. Und wenn man Sachen langsam trainiert, ist es tatsächlich oft auch anstrengender. Ist ja nicht so Cardio-Workout, aber es geht mehr in die Muskeln. Okay, letzte Übung. Bein bleibt hier oben und wir beugen und strecken das Bein am Knie. Also Knie bleibt auf Hüfthöhe und rein und raus. Damit trainieren wir die Hamstrings, also die hintere Oberschenkelmuskulatur. Die drückt den Po so ein bisschen nach oben und ja, dadurch kriegen wir auch so ein Bubble Butt theoretisch. Und 30 Sekunden noch und dann sind wir mit den Donkey Kick Variationen des rechten Beins fertig. Und 20 Sekunden noch. Oh,
Die letzten 20 Sekunden werden uns lang vorkommen. Ist immer so bei denen auch, bei diesen Workouts. Puff. Dann denkt man plötzlich, oh mein Gott, das ist nur eine Sekunde gewesen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal runtergehen. Ihr könnt gerne mal hier in die Kindheitsposition kommen. Kurz hier bleiben. Und wenn ihr Durst habt, gerne was trinken. Ist immer wichtig, hydriert zu bleiben. Und jetzt kümmern wir uns um den inneren Oberschenkel vom rechten Bein. Also von dem gleichen Bein, was wir jetzt gerade bearbeitet haben. Die Weights bleiben am gleichen Bein. Und danach machen wir alles auf der anderen Seite. So, wieder 3 Minuten. Da legen wir uns hier so auf die Seite. Das Bein, das hintere, da ist der Fuß aufgestellt. Ihr könnt theoretisch das auch hier machen. Ne? Ihr könntet theoretisch auch hier vorne das Bein haben. Ich habe es lieber hier hinten. Wir legen so ein bisschen auf dem Side Booty. Hier sind wir auf dem Ellenbogen. Wenn es zu hart für euch ist, könnt ihr aber auch gerne so ganz runterkommen. Ne? Bleibt ganz euch überlassen. Wichtig ist, nicht so in die Schulter rein slouchen, ja? Nicht so reinhängen. Wir haben immer Abstand zwischen Ohr und Schulter. Wenn ihr merkt, dass ihr so runtergeht, dann lieber hier runterkommen. Okay, lasst uns beginnen. Let's go. Und wir bewegen das Bein erstmal nur hoch und runter. Und es berührt nicht den Boden. Fuß ist in Flex. Und ja, hoch und runter. Kniescheibe zeigt diagonal auf die andere Seite des Raumes. Das heißt, der innere Oberschenkel zeigt nach oben, damit wir tatsächlich auch mit dem inneren Oberschenkel das Bein heben. Und was ihr mit dem Arm macht, ist eigentlich egal. Ihr könnt hier vorne haben, hier liegen. Ganz wie ihr wollt. Wichtig ist das Bein. Der Arm ist vielleicht ganz gut für Stability, falls ihr irgendwie hin und her wackeln solltet. Sollte aber eigentlich in der Position nicht so problematisch sein. Mauzi! Mauzi ist da. Und 10 Sekunden noch die Übung. Dann machen wir die nächste. Und 5, 4, 3, 2, 1. Fuß strecken und kreisen das Bein. Egal, ob nach vorne oder nach hinten. Wir wechseln das Ganze nach 30 Sekunden. Deshalb einfach schöne Kreise machen. Und dran denken, das Bein nicht ablegen. Und kreisen und kreisen. Puh. Mauzi, geh nicht an die Kamera ran. Okay. Nicht an die Kamera. Das ist so ein Tinky-Move, den du da gerade machst. Komm hier. Komm her. Normalerweise geht Tinky immer nur an die Kamera. Puh. Und 3, 2, 1 und andere Richtung. Oh, die Kreise sind echt hart. Ne? Ich merke deutliches Brennen in den inneren Oberschenkeln. Mauzi, merkst du auch ein Brennen in den inneren Oberschenkeln? Puh. Ja. Ja. Du schönes Schwein. Bist so schön, ja. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich in die richtige Richtung drehe. Jetzt hat Mauzi mich abgelenkt. Naja, einfach weiter drehen. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt reinziehen und Kick. Rein und Kick. Oder ist ja kein richtiger Kick, aber irgendwas wegschieben. Als würden wir was wegschieben. Rein und wegschieben. Rein und wegschieben. Und nicht mal mehr eine Minute auf der Seite. Dann alles nochmal auf der anderen Seite und dann sind wir schon durch. Die schöne Mauzi. Ja. Macht sich so schön. Oh, ja, ja. Ja. 30 Sekunden noch. Oh. Zehn. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ablegen. Sehr schön. Ihr könnt gerne einmal hier die Beine kurz auseinanderbringen und euch so leise, nicht, müssen nicht super weit auseinander, euch so leicht nach vorne beugen. So ein bisschen von einer Seite zur anderen bewegen vielleicht mit geradem Rücken. Die Beine, die inneren Oberschenkel so ein bisschen zu stretchen. Aber auch nicht zu viel. Wir stretchen am Ende nochmal. Ja, jetzt die Weights von diesem Bein entfernen und ans andere machen. Und dann machen wir die andere Seite nochmal.
Habe ich eigentlich gesagt, dass ich mit der rechten Seite anfange? Mir fällt gerade auf, ich habe mit der linken Seite angefangen. Jetzt mache ich die rechte Seite. Ich habe eine leichte Links-Rechts-Schwäche. Ja, also. Ist auch bei Videogames so, es hilft, wenn ich mir mal sage, hey, der Gegner ist links von dir, links, links, links. Sorry, ich weiß nicht, wo links ist. So, dann fangen wir das gleiche hier nochmal an, 3 Minuten mit den Donkey Kicks auf der anderen Seite. Und let's go. Bein gerade, hoch und runter, hoch und runter. Und was ich vergessen hatte vorhin zu sagen, wenn ihr einmal die Bewegung drin habt, dann nicht ständig deinen Kopf zum Fernseher drehen oder wo auch immer ihr mein Video laufen habt, sondern schön den Nacken oder die Halswirbelsäule als Verlängerung vom Rest der Wirbelsäule haben. Hoch und runter, hoch und runter. Die schöne Mauzi. Mauzi, du könntest dich andersrum hinlegen, damit man auch dein schönes Gesicht sehen kann. Aber dein Hinterteil ist natürlich auch sehr galant und sehr schön und ansehnlich. Alles in dir ist ansehnlich, Mauzi. Auch die vielen Haare, die du überall verlierst. Voll krass. Ich habe gerade gesaugt gehabt. Jetzt ist alles schon wieder voller Mauzi-Haare. Einmal Mauzi angefasst, gestreichelt, einmal Mauzi durchgelaufen hier. Tja. Und 5, 4, 3, 2, 1, Knie beugen und einmal hinter das Bein bringen, hoch und runter, hoch, hinter, hoch und runter. Und das Ganze, wie gesagt, in eurem Tempo, deshalb werde ich jetzt nicht mehr viel sagen, was ich mache, weil wenn ihr es wesentlich schneller oder wesentlich langsamer macht oder auch nur ein bisschen, dann koinzidieren wir da nicht mit den Bewegungen und dann nervt es immer so ein bisschen, finde ich, wenn man jemand hat, der die ganze Zeit sagt, jetzt das, jetzt das, jetzt das und dann ist man an einer ganz anderen Stelle. Und ja, deswegen sage ich das gerade nicht mehr. Mauzi, nimm den Schwanz von deinem Handy. Ich muss die Zeit sehen. 20 Sekunden noch. Und 10 Sekunden. Dann kommen wir zur letzten Übung in der Position. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt das Bein hier wieder oben lassen, strecken und beugen, um die Hamstrings zu trainieren, die hintere Oberschenkelmuskulatur. Knie, wie gesagt, auf Höhe der Hüfte bleiben. Und wenn euch die Handgelenke irgendwann wehtun und ihr das Ganze hier oben macht, könnt ihr gerne einfach auf die Ellbogen kommen. Und wenn ihr auf den Ellbogen seid und die Position unbequem ist, könnt ihr auch ab und zu einfach mal hochkommen. Ne? Man kann da hin und her wechseln, um den Rücken und die Ellbogen zu entlasten und die Handgelenke. Wichtig ist halt, dass man da einen möglichst geraden Rücken behält und das Heben aus dem Po macht, aus den Glutes, die wir ja hier trainieren wollen. Und 20 Sekunden noch. 15. 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal hier in eine Kindheitsposition kommen. Schön. Fühlt sich gut an, oder? Dann kommen wir hier zur Seite und trainieren den inneren Oberschenkel vom rechten Bein. Ich glaube, ich habe vorher wirklich gesagt, dass ich das rechte Bein war, aber war es das linke. Gleiches Spiel hier. Ihr könnt auf dem Ellenbogen das Ganze machen. Ihr könnt sie unten machen, wie es euch gefällt, den Fuß hier aufstellen. Ihr könnt theoretisch auf den Zehenspitzen auch sein. Und ja, lasst uns starten. Hoch und runter mit dem Bein. Und immer daran denken, Ellenbogen. Schulter bleibt weg von den Ohren. Ne? Wir gehen hier nicht so runter. Das ist keine gesunde Position. Hoch und runter. Ich hoffe, ihr hört den Baulärm nicht so stark. Hier draußen in der Straße werden ganz viele Häuser gebaut. Das ist ganz krass. Als wir hergezogen sind, war die ganze Straße quasi hinter uns leer. Bis hinten, da ist eine Autobahn. Bis zur Autobahn waren es leer. Es waren einfach nur so brache Grundstücke. Und jetzt haben sie, glaube ich, 3 Häuser oder so schon fast fertig gemacht. Es werden so viele Häuser gebaut. Voll krass. Voll krass. Man konnte einfach so ewig weit gucken. Und jetzt guckt man die Straße so und es sind überall Häuser. Aber gut, tut sich so einiges. Ne? Wir wohnen jetzt hier, glaube ich, 9 Jahre oder so. 8? Ja, das ist schon lang.
So lange habe ich bis jetzt nur bei meinen Eltern gewohnt, oder beziehungsweise länger. Und 5, 4, 3, 2, 1, Fuß strecken und kreisen das Bein. Der Oberschenkel guckt immer noch nach oben, das Knie nach vorne. Und wie gesagt, ist egal, in welche Richtung wir kreisen, wir wechseln das Ganze nach 30 Sekunden. Oh, da bin ich gegen Mauzi gekommen, ich rutsche mal ein Stück weg. Wir wollen ja Mauzi nicht ärgern und stören. Mauzi ruht so schön hier. Mauzi will schon wieder gefüttert werden, aber es ist noch zu früh, Mauzi. Kriegst erst in einer Stunde was. Und 2, 1 und andere Richtung. Kreisen, kreisen und kreisen. Puh. 20 Sekunden noch die Kreise und danach kommen wir schon zur letzten Übung des gesamten Workouts und dann wird nur noch gestretched. Wir haben es also fast geschafft, noch nicht aufgeben, weitermachen. Und 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt das Bein so ranziehen und Kick. Ran und Kick oder was wegschieben. Wie gesagt, ist ja vielleicht nicht ganz so ein Kick, weil es eher so ein smoothes, so eine flüssige Bewegung ist. Vielleicht schieben wir eher was weg. So eine Kiste mit dem Fuß. Weg mit der Kiste. Und weg. Oh, siehst du? Da, seht ihr? Da bin ich hier so runtergerutscht. Ne? Man muss sich immer wieder daran erinnern, dass man eine vernünftige Position hat. Eine vernünftige Position. Körperspannung. Ui. 30 Sekunden noch. Und dann sind wir durch. Und Kick, ich habe heute übrigens frei. Sehr schön. Sehr schön. Genieße ich. 20 Sekunden. Das Video zu drehen, nachher noch ein paar Fotos machen. Ich habe nachher noch Pol. Ja. Guter Tag. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Runter. Ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann einmal die Dings hier abnehmen, die Gewichtsmanschetten. Gehirn hat auch schon Urlaub irgendwie. Beiseite tun. Dann stretchen wir jetzt nochmal so ein bisschen. Und zwar bringen wir da einmal unsere Füße hier zueinander in so eine Butterfly-Position. Die Fußsohlen aneinander, gerader Rücken, Schultern zurückziehen und die Beine so nach unten wippen lassen. Wenn ihr hier oben seid, ist das voll normal. Wenn ihr nicht so viel Stretching macht oder nicht so eine krasse Flexibilität in der Hüfte habt, ja, je mehr man das trainiert, desto flexibler wird man. Nur so als kleiner Tipp. Okay, so, dann die Beine hier mal nach außen bringen. So, ihr müsst nicht komplett aufmachen, ne? Nur zum gewissen Grad. Füße strecken. Und dann so leicht nach vorne wippen mit geradem Rücken, mit geradem Rücken. Wenn ihr mit geradem Rücken gar nicht weit nach vorne kommt, dann gerne die Hände hier hinter den Rücken tun und so nach vorne wippen. Ist auch vollkommen okay. Wer ein bisschen flexibler ist, kommt hier vielleicht weiter runter, vielleicht sogar bis auf die Ellenbogen. Wichtig ist, dass wir einen leichten oder einen angenehmen Stretch in den inneren Oberschenkeln merken. Jetzt mal die eine Seite antappen, die andere. Und hab. So, dann die Füße nochmal zusammenbringen. Ein Bein vor das andere, wie so ein halber Schneidersitz, aber kein wirklicher Schneidersitz. Dann die Hände nach vorne bringen und auch hier mit einem geraden Rücken so weit wie möglich nach vorne. Wenn ihr hier oben seid, ist auch okay. Ist wie so ein Stretch im Po merken, von der Seite, von dem Fuß da vorne, von dem vorderen Fuß. Vielleicht müssen wir das Bein dafür ein bisschen weiter nach vorne nehmen. Irgendwann gibt es einen Punkt, oh, da fühlen wir einen schönen Stretch. Und die andere Seite. So. Dann muss ich den Stretch erstmal finden. Wo ist er? Da, wo ist er? Wo ist er? Da. Da. Sehr schön. Die könnt ihr auch gerne runden Rücken dann machen, wenn es angenehmer ist. So, dann langsam hochkommen. Und ja, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid.
Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren. Und falls ihr Vorschläge habt oder konstruktive Kritik oder ihr einfach nur irgendwas loswerden wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar. Ich würde mich darüber freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche zum nächsten Workout sehen. Ciao!